Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im zweiten Video des heutigen Tages habe ich einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Dieser Money Glitch ist im Grunde mega einfach und funktioniert auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Ob das Ganze auch auf dem PC funktioniert, weiß ich leider nicht. Müsst ihr einfach mal testen. Bei diesem Glitch duplizieren wir uns eigene Motorräder, aber ich würde mal sagen, wir kommen zu den Vorbereitungen für diesen Glitch. Zunächst einmal braucht ihr ein eigenes Motorrad-Clubhaus mit eigener Tuning-Werkstatt. Welches Motorrad-Clubhaus ihr für diesen Glitch verwendet, ist egal, funktioniert mit jedem. Dann braucht ihr auf dem 10. Slot im Clubhaus das Fahrzeug, welches ihr euch gerne duplizieren wollt. Ich empfehle euch ein Red Bike, das voll aufgetunt ist. Das gibt nämlich beim Verkauf um die 250.000 GTA-Dollar. Ich nehme in meinem Beispiel allerdings die Barty, da ich kein eigenes Red Bike hatte. Und ihr braucht noch zwei Fagio-Roller, die sich auf dem Slot 1 und auf dem Slot 9 befinden, die im Endeffekt geopfert werden. Außerdem braucht ihr noch ganz kurz die Hilfe von einem Freund, und wenn wir das alles haben, können wir jetzt auch schon mit dem Glitch anfangen. Seid ihr nun in eurem Motorrad-Clubhaus zusammen mit eurem Freund angekommen, begibt sich jetzt euer Freund neben den Fagio-Roller, der ja auf der 9. Stelle in eurem Motorrad-Clubhaus steht, und dort bleibt euer Freund ganz einfach stehen und muss nichts anderes mehr machen. Ihr geht jetzt hin und geht zum blauen Kreis im Motorrad-Clubhaus und switcht die ganze Zeit das Fahrzeug, welches sich auf der 10. Stelle befindet, mit dem Fagio-Roller, der sich auf der 9. Stelle befindet, so lange, bis das Wunschfahrzeug von euch sich dupliziert hat. Dann guckt ihr noch schnell am blauen Kreis, auf welcher Stelle jetzt das Original sich befindet und auf welcher Stelle sich das Duplikat befindet. Bei mir befindet sich das Original jetzt an der 9. Stelle und das Duplikat auf der 10. Stelle. Nun geht ihr hin und begebt euch zum Fagio-Roller, der ja auf der 1. Stelle in eurem Motorrad-Clubhaus sich derzeit befindet. Nun setzt ihr euch ganz einfach einmal auf diesen Fagio-Roller drauf und drückt nun die Pfeiltaste einmal nach rechts und die Dreiecktaste zur exakt der gleichen Zeit. Habt ihr jetzt alles richtig gemacht, steht ihr neben eurem Fagio-Roller und ihr seid nicht in die eigene Tuning-Werkstatt reingefahren. Nun geht ihr hin und öffnet euer Handy-Internet, geht auf southsanandreasupercars.com, klickt oben noch auf den günstigsten Preis zuerst anzeigen und klickt dort auf den Fagio-Roller. Nun wählt ihr noch schnell eine Farbe aus und bestellt euch den Fagio-Roller. Nun bekommt ihr eine Meldung, auf welchem Fagio-Roller in eurem Motorrad-Clubhaus ihr diesen Fagio-Roller setzen wollt. Ihr geht jetzt hin und drückt die Dreiecktaste, um erneut auf den Fagio-Roller euch draufzusetzen. Und wenn ihr jetzt draufsetzt, drückt ihr einfach die X-Taste, um den Fagio auf exakt diesem Fagio-Roller zu kaufen. Nun werdet ihr automatisch in eure Motorrad-Clubhaus-Tuning-Werkstatt reingeworfen, und wenn ihr dort drinnen angekommen seid, despawnt ganz einfach der Fagio-Roller und ihr steht ganz einfach in der Tuning-Werkstatt. Nun geht ihr jetzt zum Slot 10 in eurem Motorrad-Clubhaus und steigt auf das duplizierte Motorrad, und wenn ihr dort drauf sitzt, werdet ihr instant in eure eigene Tuning-Werkstatt reingeworfen auf einem unsichtbaren Motorrad. Nun müsst ihr ganz einfach hingehen und irgendetwas am Motorrad umändern. Ich empfehle euch das Nummernschild, weil das ist einfach das günstigste. Habt ihr das jetzt gemacht, verlasst ihr einfach wieder die Tuning-Werkstatt und ihr werdet sehen, jetzt fahrt ihr noch auf einem komischen Roller wieder nach draußen. Aber wenn ihr dann wieder im Clubhaus angekommen seid, werdet ihr sehen, dass ihr wieder auf dem Duplikat sitzt. Und boom, im Großen und Ganzen ist der Glitch jetzt auch schon komplett fertig. Ihr müsst jetzt halt einmal noch neu ins Clubhaus reinkommen, um mit diesem Fahrzeug wieder rauszufahren. Oder ihr glitcht einfach wieder von vorne und haut euch das Ganze zum Motorrad-Clubhaus mit Duplikaten voll, die ihr dann im Endeffekt auch alle nacheinander verkaufen könnt, da dieser Glitch gebypassed ist und keine 45 Minuten Wartezeit beim Verkaufen hat. Aber nun gut, Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich an dieser Stelle übelst freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. 400 Likes sind doch für diesen krassen Money-Glitch auf jeden Fall drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.